müssen da rein. Oh. Jetzt geht's doch. Hallo? Hä? Oh, die Kamera. Wo kommt die auf einmal her? Und warum macht die automatisch Fotos? Was? Wir haben... Was? Ja, wir sind nicht lange im Dunkeln. Oh. Kamera. Wir können jetzt... Fotos machen. Und hallo, wer bist denn du? So ein bisschen sieht die so aus wie die von, oh Gott, wie die von The Ring, ne? Kann ich von dir ein Foto machen? Oder übertreibst du direkt? Haben wir unendlich Fotos? Wir brauchen Beweise. Ja, geh mal schön zurück. Ich komme langsam hinterher. Immer mit der Ruhe. Wir brauchen nur... Ich komme nicht weiter geradeaus. Wir brauchen nur Beweise. Huh? Verschwindet in der Wand. Okay. Eine Spritze? Die hat sich... Irgendwas gespritzt? Wo? Was? Wo ist es hin? Hallo? Kommen wir hier irgendwie durch? Hauptsache mal vorsichtshalber ein Foto gemacht. Also wenn sie durch die Wand ist, dann müsste sie ja jetzt theoretisch irgendwo hier sein. Aber no, ist auf jeden Fall gerade hier jetzt schon mal nicht. Okay. Das Knatschen macht die Sache nicht besser. Ich höre komische Sachen. Ja, wir können die Kamera hier auch als Lichtquelle, als Kurze natürlich benutzen. Dann brauchen wir unser Feuerzeug nicht dafür entleeren. Also auch verschwenden. Die verschwindet in der Wand und ich im Bett. Viel Spaß noch. Alles klar, Kitty. Danke, dass du wieder da warst. Schlaf gut und bis morgen hoffentlich. Hab noch einen schönen Abend. Ich mach auch nicht mehr so lange. Ich mach nur bis 21 Uhr. Und dann mache ich auch Schluss für heute. Mal gucken, ob wir bis dahin nochmal herausfinden, wie es weitergeht. Okay, sollten wir wieder hochgehen? Vielleicht? Sie ist in der Wand verschwunden. Was? Aber schon ein bisschen merkwürdig. Wo ist sie denn jetzt hin? Warte, wir gucken jetzt erstmal, wohin diese Spritze überhaupt verschwunden ist. Ist die Spritze auch in den Fortschrittsraum verschwunden? Ach so! Hier ist die Scherbenmaske hin. Einige Teile sind zu sehen, da fehlt aber etwas. Ah, hier ist diese Scherbenmaske hin, die wir vorhin, ich glaube, ausgekotzt haben oder so in der Art. So, okay. Jetzt haben wir sie gesehen, wie sie sich eine Spritze gedrückt hat und dann durch die Wand verschwunden ist. Und der schwarze Fleck an der Wand ist auch schon wieder weg. Wie könnte es jetzt weitergehen? Vielleicht wieder mit dem Fernseher. Vielleicht sollten wir mal zum Fernseher gehen.
Der Fernseher ist aber aus, das ist kein gutes Zeichen. Okay. Mit dem Fernseher hat es diesmal nichts zu tun. Ich werde das Gefühl nicht... Oh mein Gott! Oh mein Gott, sie kann uns auf einmal... Nein, warum? Warum? Hau ab! Warum? Nee. Lauf, schneller! Oh Gott, im Himmel! Hau doch einfach ab, ich weiß doch nicht wohin! Das macht keinen Sinn! Oh, was? Ich hab nichts gesehen, aber ich hab's gehört! Warum? Unser Verstand war nicht mal... niedrig oder so. Wo kam die jetzt her? Hallo? Hallo? Kommt die jetzt wieder, wenn wir hier hingehen? Sollen wir vielleicht ein Foto von ihr machen? Wir ein Foto von ihr machen sollen vielleicht. Verdammt. Vielleicht ist das die... Vielleicht ist das die Lösung, wenn du uns mal verfolgt, ein Foto von ihr machen. Ich war so in Panik, ich habe nicht daran gedacht, ein Foto zu machen. Ist das Sadako? Habe ich gerade auch gesagt, ne? Die sieht ein bisschen so aus wie die, ne? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die sieht ihr nur ein bisschen ähnlich. Da ist so schön, dass ich einfach nur raustappen muss und dann nur noch höre und es dadurch viel weniger schlimm für mein Herz ist. Das ist ja schön für dich. Wenn es dann für dich nur noch halb so schlimm ist. Ach shit, ich glaube, wir hätten sie fotografieren sollen. Oder wie der Hammer immer irgendwo hängen bleibt. Oh oh. Hört ihr das? Ich glaube, wir sind hier ganz... Ja. Ich glaube, wir sind hier ganz richtig. Oh mein Gott, es war so klar, dass da irgendwas passiert. Lass mich in Ruhe. Jetzt habe ich mich echt davor erschrocken, weil ich genau in dem Moment fotografiert habe und den Scheiß an der Wand gesehen habe. Und genau in dem Moment ein Feuerzeug her damit. Und genau in dem Moment die Tür zugeknallt ist, habe ich mich jetzt mega erschrocken. Also eine Scheiße, ey. Wir können uns zwar setzen, aber... Okay, wir sollen bestimmt... Ja, Moment. Wir lassen den Hammer fallen. Der Hammer macht halt keinen Sinn. So. Kuckuck. Der hat zwar gesagt, hat gespeichert. Also muss irgendwas Gutes passiert sein. Hat sich jetzt nur wieder irgendwas... Seht ihr das? Das meine ich halt, was so ein bisschen irgendwie schade an dem Spiel ist. Man geht einfach irgendwie irgendwo hin, sieht was an der Wand, geht da hin und nur weil man in der Nähe stand, hat sich irgendwo im Haus wieder was anderes verändert und man muss wieder rumlaufen und irgendwas suchen. Hier ist auf jeden Fall, ne, die Kleine mit irgendeinem Monster. Ich glaube, wir haben jetzt einfach nur, indem wir hier zur Wand gegangen sind, irgendwas anderes Oder müssen wir mit dem Hammer vielleicht dagegen hauen? Oder haben wir jetzt irgendwas anderes Wir lassen mal kurz das Feuerzeug fallen. Oder haben wir irgendwas anderes getriggert? Was müssen wir jetzt... Nee, mit dem Hammer hat das, glaube ich, nichts mehr zu tun. Wir sollten aber das Feuerzeug wieder mitnehmen. Und die Fotokamera ausrüsten, weil, ne, ist ja nicht umsonst, dass wir die bekommen haben. Aber Moment mal. Hat es vielleicht was damit zu tun, dass wir die Hände nicht frei hatten? Das muss doch irgendwie, keine Ahnung, warum... Achso, hier zum Interagieren drücken. Aber was zum Interagieren? Da steht irgendwas mit... Hm.
Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass wir irgendwie wieder irgendwo anders hin müssen. Oh, ja, höchstwahrscheinlich. Hier hat sich eindeutig was geändert. Jo, wo landen wir denn jetzt? Aber wir kommen irgendwie raus aus dem Haus und das sehe ich mal als Vorteil an. Aber wir können mit dem Teddy nichts machen. Wir brauchen jetzt hier das Feuerzeug auf jeden Fall erstmal nicht mehr, aber die Kamera lassen wir mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist, von gewissen Dingen jetzt Fotos zu machen. Aber yo, es ist schon creepy auch, ja. Merkwürdig, aber auch creepy, ja. Auf einmal sind wir in so einem Wald und es regnet. Ich weiß nicht, was. Kann auch sein, dass ich einfach zu blöd bin oder so, aber ich verstehe den Sinn hinter diesem Spiel, hinter dieser Story nicht. Auf jeden Fall so viele Panda-Bären. Den folgen wir auf jeden Fall erstmal. Wir können aber keinen einzigen davon mitnehmen. Ja, wo führt uns die Reise hin? Oh, zu einem Baumhaus. Mal ab rauf. Achso, wir müssen auch noch selbst klettern. Alles muss man hier selber machen. Die guckt schon ein bisschen traurig, ne? Hello, Lucy. Im Fernseher. I'm Lucy. Hello, Lucy. I want to be your friend, Lucy. Und dann kommt was aus dem Fernseher raus. Ist es vielleicht doch Sadako? Weil da jemand. Ist das damit gemeint, weil die hier aus dem Fernseher rauskommt? Da guckt sie auf jeden Fall ziemlich grimmig. Pico. Friend did it. Friend did it. Den Vogel freigelassen, oder was? Und dann sagt sie, das hat der ein Freund getan? Verschlossen, du brauchst einen kleinen Schlüssel. Ach so. Und wo sollen wir den Schlüssel herbekommen? Das funktioniert alles nicht. Vielleicht hinter irgendeinem Bild? Der Schlüssel versteckt oder was? Und so mit Tesafilm oder was? Ein Schlüssel? Oh, tatsächlich, lol. Weil ich habe mir schon gedacht, der muss ja eigentlich irgendwo hier sein, weil die schicken uns ja jetzt nicht von hier wieder zurück ins Haus, um einen Schlüssel zu finden und dann wieder hier hin. Also ich habe zumindest gehofft. Auf jeden Fall war es schon mal die richtige Idee. Jo, krass, okay, nice. Dann wird das der Schlüssel sein. Da ist das Bild mit der Spritze, ja. Lucy, was denn? Come with me, Lucy. Stay with me, Lucy.
It's bad, Winston. It has to go away. Don't tell anyone, Winston. Me. Was? Was? I want to help you. Was? It's not what it seems, Winston. Your parents wouldn't understand, Winston. Only what? You can understand. Get rid of it, Winston. Get rid of it, Winston. Siehst du, dass du es los wirst? Was loswerden? Dass du es los wirst? Mach es, Lucy. Was? Oh mein Gott. Was soll das? Lass mich hier raus. Hey. Nein. Da ist noch ein Fenster. Wir müssen hier raus. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ich höre Lucy weinen. Lucy? Oh mein Gott, aber... Wer von wo? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Lucy? Baumhaus hattest du auch früher, als du klein warst in Pittsburgh. Ja, Baumhäuser sind cool, ne? Warum so für kleine Kinder? Wir hatten damals auch im Garten, als unser Opa noch gelebt hat, damals, als wir klein waren, hatten wir, glaube ich, auch mal. Oder irgendwo haben wir auch mal, aber jetzt nicht so ein krasses, riesen, übertriebenes Baumhaus, sondern nur so ein kleines, ganz, ganz schlichtes hatten wir aber auch mal gebaut irgendwo. Vermeidest du lange im Dunkeln zu stehen? Ja, ich würde auch gerne das Licht anmachen, aber irgendwie... Nochmal ein Feuerzeug, das ist schon mal gut. Aber warum geht das Licht jetzt wieder nicht mehr? Yo, die ganzen Schalter sind deinstalliert. Yo, die liegen hier auf dem Boden. Oh no. Oh no. Oh no. Aber Moment, wir können auch das Feuerzeug benutzen. So. Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu bleiben. Ihr seid lustig, ey. Kein Licht geht an, weißt du? Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu bleiben. Vielleicht hättest du die Kamera weglegen sollen. Nee, es war, glaube ich, gerade in dem Baumhaus war einfach nur der Trick oder der Wille des Spiels, einfach nur ein bisschen zu warten, vermutlich. Oh Gott, okay. Was? Kommen wir hier nicht rein? Was, warum nicht? Verstand... Boah, scheiße, hab ich mich jetzt vor der Blume erschrocken, ey. Feuerzeug? Verstanden, nimmt rapide ab. Ja, was sollen wir denn tun? Das klemmt. Kann ja nichts machen. Vielleicht sollen wir wieder hier hingehen. Hat sich jetzt hier irgendwas geändert? Nein. Jetzt ist ja auch nichts getan. Ja, immer mit der Ruhe. Ja, ist okay. Wir müssen hier irgendwie durchkommen. Oder nicht? Ach, da ist er doch. Guck mal. Oh mein Gott. Jetzt helfen nur noch Tabletten. Als ob. Ich sehe nichts. Hallo? Ich kann nichts sehen. Oh Gott, da ist er. Yo, wo sollten wir denn jetzt hin? Verdammt, du doofe kleine Dumme. Mann, was weiß ich denn, wo wir jetzt hin sollten? Gucken, wo jetzt gespeichert ist. Aber normalerweise sind die Speicher
Abschnitte relativ gut gesetzt. Mal gucken. Erschickungsgeräusche, ja. Spieler spielen in einer Vergangenheitsform. Ich habe jetzt einmal Tabletten genommen. Es hat jetzt genau hier gespeichert. Okay, wir hatten gerade einfach nur Pech, glaube ich, dass sie in dem Moment genau kam. Aber ich habe einmal Tabletten genommen. Vielleicht sollten wir auch die Kamera mal weglegen. Und mal Pillen in die Hand nehmen, weil halt eben im Moment kein Licht, es hier kein Licht gibt. Oh shit. Ja. Wir müssen hier durch. Das reicht noch nicht. Na los. Interagieren. Ich möchte eigentlich durch. Hallo? Hä? Warum nicht? Ah. Hier ist der Vogelkäfig. Von dem Vogel, der weggeflogen ist? Okay, hier sind... Ja, wo geht's denn lang? Wir gehen mal links lang. Ich hasse es, wenn man mit der Kamera so ab und zu sich nur mal Licht blitzen muss. Das kann ja nicht gut enden. Hallo? Okay. Wir müssen wahrscheinlich diesem komischen voll hin. Aha. Tötet sie uns, wenn wir ihr zu nahe kommen? Ich hab ein bisschen Angst. Hallo Mädchen? Nein. Die wird von irgendwas zurückgezogen. Oh, da ist sie wieder. Willst du uns jetzt töten oder was? Na komm mal her. Oh nein, wir müssen hier weg. Oh mein Gott. Wir laufen einmal im Kreis und dann nehmen wir die Tür. Ich hoffe, sie folgt uns. Ich hoffe nicht, dass sie uns versucht, den Weg abzunehmen. Das klappt, oder? Ich glaube, das klappt. Nein, was? Wie? Wir brauchen... Was? Oh Gott, da hinten ist sie. Wir müssen jetzt hier irgendwo einen Schlüssel finden. Willst du mich verarschen? Yo, wo soll denn dieser Schlüssel sein? Ah, Licht geht hier. Oh Gott. Oh Gott. Was? Oh nein, 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 nein. Du hast uns gar nicht... Oh Gott, du hast uns gar nicht gesehen. Wir brauchen nur diesen fucking Schlüssel, der hier irgendwo... Wo ist er? Oh, ich weiß nicht, wo sie ist. Du spielst doch die Geschichte in der Vergangenheit vor, oder? Ich glaube, ja, vielleicht. Schlüssel! Oh. Hat sie uns jetzt gesehen, deswegen? Nein, hat sie nicht. Yo! Ha, wir gehen noch einmal links rum. Yo, shit, wo ist dieser... Wo ist dieser Schlüssel? Ein Feuerzeug. Ah, scheiße. Ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Ah, hier. Ich wollte eigentlich andersrum, oder? Wird sie nicht verkehrt? Oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Ich wollte hier lang. Und dann hier rum. Ich schätze mal, der Schlüssel befindet sich vielleicht irgendwie irgendwo hier, so halt, ne, so weit wie möglich weg
von der Tür, um es uns möglichst schwer zu machen oder so. Aber schaut mal, hier liegt noch ein Feuerzeug. Das ist natürlich ultra gut. Ja, damit. Vielleicht da drin. Vielleicht aber auch hier drin. Nein. Nein. Ist der überhaupt in irgendeiner Schublade? Ja, tatsächlich. Da ist er. Oh, nice. Okay, jetzt heißt es... Ja, ich weiß gerade nicht genau, wo sie ist. Ich höre sie ein bisschen rechts von uns. Oh mein Gott! Scheiße, sie ist links von uns gewesen. Links, rechts von uns gewesen. Aber jetzt, komm, das schaffen wir doch jetzt, oder? Sprinte, 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 sprinte. Schneller! Jetzt hol den Schlüssel. Na los, schließ auf und raus hier. Yo, 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 yo. Tschüss mit dir. Und ich würde sagen, ab hier machen wir im nächsten Stream weiter. Papier machen wir, hat ja gespeichert. Papier machen wir im nächsten Stream weiter.